Hallöchen ihr Lieben, herzlich willkommen zurück bei den Amüsiertabletten. Ich bin euer Crunchkau, wir spielen LSPDFR. Nach einer kleinen Weile habe ich mir wieder die Zeit gefunden, mich mal mit LSPDFR auseinanderzusetzen. Ja, was heißt auseinandersetzen, ist ja nichts passiert. Jetzt bin ich gegen die Laterne gerannt. Okay, also jetzt gehen schon die ersten Einsätze hier los, die Action ruft. Ich versuche aber mal irgendwo. Es gibt kein Police Bike. Also schnappe ich mir mal ganz kurz ein normales. Fahr mal so ein bisschen um den Block. Und dann versuchen wir mal ein Original zu kriegen. Dispatch calling Unit 1, Lincoln 18. We have vehicles racing in Mission Row. Ja, aber darauf habe ich jetzt keine Lust. Ich fahr mal ganz kurz ein bisschen wilder. Bitte seht's mir nach, damit wir vielleicht gleich ein was anderes bekommen hier. Fahr ich hier mal. Wow. Immer dran denken, sind keine Racing Sims. Ich fahr nur mal einmal ganz kurz um den Block und dann starten wir gleich wieder an der Police Station. Denn ich würde ganz gerne versuchen, ein Bike zu bekommen. Manchmal stehen die dann da. Ja gut, diesmal nicht. Okay, gut, dann fangen wir mal ganz normal mit der Streife an. Biegen wir eben dahin ab. So. Aber jetzt kannst du noch bergauf gehen. Dispatch calling Unit 1, Lincoln 18. Alles klar. We've got a person carrying a knife in Mission Row. Suspect is male. We've got a possible 148 in Mission Row. Window. Unten bleiben! Du und dein scheiß Messer, ey. Lass das fallen! Mann. Dass ihr aber auch immer wieder so einen Scheiß machen müsst hier, ne? So! Attention, this is dispatch. We are code 4. No further units required. Oh, jetzt stehen die da oben, ne? Jetzt das hier ranspawnen will, machen wir so. Hi. Nimm den Kaspar-Kopf hier mal mit. Danke. Ah, die Leute sind echt komisch. Ah, die parken ja alle hier. Boah, der parkt aber scheiße. Boah, das will ich mir mal ansehen. Was ist das denn hier? Gehen wir mal Playjack. Steht echt weit draußen. Target Vehicle License Plate 29 Charles Edward David 744 1099. Okay, hier. Den lassen wir abschleppen. Der steht zu weit draußen. Viel zu weit draußen. Lalalala. Da kommt ja kaum der Polizeiwagen dahinter vorbei. Das ist ja total kacke hier. Ja, mitten auf der Straße hier quasi, ne? Also hätte er jetzt ein bisschen weiter am Rand geparkt, hier da hinten, hätte ich gesagt, mein Gott, da kommt man vielleicht vorbei, aber so. Ja, was machen Sie da? Alter. Er regt mich auf. Toll. Aber ich will ja eh rechts rum. Rechts rum darf man ja fahren, wenn frei ist.
Fahren wir mal ein bisschen durch die Stadt. Und gucken mal, ob noch irgendwas Spannendes passiert hier. Hier sind ganz schön viele Boote, ey. Wow. Einen ganz kleinen Schlenker gezogen. So, jetzt muss ich warten, bis die Kreuzung so halbwegs frei ist, bevor ich hier in einen reinrase. Jetzt können wir ja nochmal Richtung Dingens fahren. Richtung Wache und mal gucken, ob sich irgendwas getan hat. Ja, ich will ein Bike. Ich könnte mir natürlich auch eins spawnen. Das wäre ja total easy. Ja, hat sich nichts getan. Dann zur nächsten Folge spawnen wir uns eins. Attention Unit 1, Lincoln 18. We've got an officer requiring assistance in, La Mesa. Da fahren wir mal ein bisschen schneller hin. Das ist nämlich ein bisschen weiter weg. Ich kann dir jetzt nicht helfen. Ich bin im Einsatz. Ey, vorsichtig fahren. Hoffentlich artet das nicht wieder nach Verfolgungsjagd quer bei den Highway aus. Die sind hier, fahren hier ganz schön schnell vorbei. So, gib dem mal hier ein Ticket, ganz bequem. Und verpiss dich. Gut, alles klar. Hat auch gut geklappt. Ja, dann können wir ja wieder einsteigen. Ich drehe mich mal hier rein. So, dann lasse ich mal mich hier abfahren. Ja, bestimmt. Bin ich nun zwar am Arsch der Welt, aber hey! Warum denn auch nicht? Oh, jetzt habe ich meine Maus berührt, dann geht das direkt los hier. Okay, ich kann ja hier rechts rumfahren. Dann fahre ich wieder in die Stadt rein. Ich bin jetzt ein bisschen vom Kurs abgekommen, aber es war jetzt nicht so viel. Hey! Ich hab doch nur mal kurz die Kamera an sich gewechselt, Mann. Mal diese Ungeduldigen hier, ey. Moment, sind wir auch schon gleich wieder in der Stadt drin. Ich zieh mal eben rüber. Dispatch calling Unit 1, Lincoln 18. We have a person carrying a knife in Mission Row. We have a stabbing. All units respond. Code 99, emergency. Target is male. Idiot. Oh. We've got a suspect resisting arrest in, Mission Row. Hey, hört auf den zu schießen. Stop! Police! Hört auf den zu schießen, Jungs! Er gibt sich doch. So. Schnell festnehmen, damit wir da der Frau helfen können. Warum hilft eigentlich hier niemand der Frau? Seid ihr, denke ich, alle doof? Assistance needed for a suspect placed under arrest in, Mission Row. Copy that. Ja, ich will hier. Roger. Ich will, dass die hier. Okay, gibt wohl noch einen Coroner. Scheiße.
Ich wollte gerade sagen, was macht der da? Punk! So, ich werde mal hier eben beiseite fahren. Damit warten wir hier mal, bis der Leichenbeschauer hier kommt und sich das alles angesehen hat. Hi, das ist hier die besagte Person. Eintüten. Abmarsch. Knife Step Wound. Mein Englisch rostet auch immer mehr ein. So, ich möchte eigentlich ganz gerne nicht nach da drüben fahren, aber hey, was soll's. Fahren wir halt mal nach da drüben und gucken uns da so ein bisschen das Industriegebiet ein bisschen an. Gucken wir mal, was da so geht. Mein Auto ist noch erstaunlich heil geblieben. Für meinen üblichen Fahrstil, nenne ich es jetzt mal. Ja, bisher sind wir ja ganz erfolgreich. Müssen wir ja mal so sagen. Na, das ist jetzt nicht... Was macht der denn da? Das war der Coroner. Naja, gut. So ist drauf. Ey, wenn du mich rammst, ne? Dauert hier alles ein bisschen, bis hier wieder grün wird. Achso, ich muss noch Ende drücken. Weil der Call war ja zu Ende. Gott, hier komme ich ja nie wieder richtig zurück. Also zurück meine ich mit die Straße, da war gerade echt voll. Unit 1, Lincoln AP. We have a person carrying a knife in La Mesa. We have a stabbing. All units respond. Code 99, emergency. You sorry piece of crap. We've got a criminal resisting Los, arrest. Auf den Boden, auf den Boden. Könntest du jetzt bitte mal stehen bleiben? So, runter auf den Boden. So, dann haben wir, warum auch immer der nicht beim ersten Mal schon reagiert hat. Niemand weiß es. So, wir holen jetzt hier eben. Assistance required for a suspect placed under arrest in La Mesa. Diese Tante hier ran. We copy you. On standby. Roger. Hello. Da steckte gerade da so ein bisschen dazwischen fest, deswegen habe ich ihn mal rangeportet. Ist mit Ihnen alles okay? Hey, du da? Mit ihnen alles gut? Alles safe, ja? Ja? Sie sind nicht gesteppt worden, ne? Sie sind, sind noch alles in Ordnung. Freut mich. Ich hoffe, wir konnten ihnen helfen. Ich bin froh, dass sie unverletzt sind und außerdem gehen sie am besten nach Hause. So, das haben wir erledigt. Attention, this is dispatch. We are code 4. No further units required. Ach, ich bin zufrieden.
Mein Einsatz hier ist voller Erfolg. Es ist nur einer gestorben in meiner Schicht. Das ist doch schön. Was machst du eigentlich da den ganzen Tag? Also ich sehe zwar, dass der angezeigt wird als potenzielles Ziel. Sag mal, ja. Ich will nicht mehr mit hier mit Messern spielen. Könnt ihr woanders machen. Heute ist das aber ziemlich häufig. Aber ich hoffe auf noch ein bisschen was anderes. Oh, Entschuldigung. Oh, die rammen sich da vorne. Ja. Reißverschlussprinzip. Da haben wir vorhin schon mal schön Backup gegeben. Wir haben auch immer Backup irgendwie gehabt. Jetzt, seitdem dieses Mann mit diesem Messerchen da immer war, kam irgendwie immer, wenn da irgendwie auch einer angegriffen wurde, kam immer Verstärkung. Vorhin haben da sogar mehrere drauf geschossen. Das fand ich ein bisschen eigenartig, aber hey. Was soll's, war? Hauptsache Action. Ich fahre jetzt ein bisschen weit raus. Boah, warum seid denn ihr so lahm? Wobei, jetzt fahre ich wieder so ein bisschen Richtung Stadt. Aber ich bin eigentlich ein bisschen von meinem Weg abgekommen. Aber das soll ja nicht so schlimm sein. Vielleicht kriegen wir ja noch einen Alarm, bevor es jetzt hier dann aufhört schon, weil wir sind schon ganz knapp an unserer Zeit dran, unserer üblichen, wo wir dann nochmal. Ja, sicher! So, ich bin noch drüber gekommen, war noch. Ach, komm schon. Ernsthaft jetzt. Eigentlich so eine geile Karre, wenn man das so sieht. Ach ja, Rückendeckung im Einsatz, das kann gar nicht mal so verkehrt sein. Ah ne, Solicitation, das ist immer so ein richtig blöder Call, ich finde den scheiße. Aber, auch das muss es geben. So, wir bremsen. Das zeigt auch hier mein Auto gut an. So, komm, irgendwie ein Einsatz muss da wohl noch drin sein. Elektroschocker. Suburban, schöne Gegend hier, aber gerade relativ wenig zu tun. Ist auch ein bisschen komisch hier gefahren, der Kerl, ne? Hey. Ah, jetzt fährt er drüber. Bist du über Rot gefahren, mein Freund? Wow, 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 Moment. Alles easy. Hi. Hey. So, checken wir die doch mal eben. Ob es hier irgendwelche Probleme gibt. No active warrants, alles klar. Checken wir außerdem mal die Plate, also hier die, das Auto, ob da noch irgendwas mit ist. Suspect's license plate 49 George Tom Victor 081 1099. So, und zwar running a red light. Das war's. So, stellen wir hier mal eben das Ticket aus. Weil sie einfach über Rot gefahren ist.
So. Und go. So, und damit verabschieden wir uns hier auch schon wieder von LSPDFR. Ich hoffe, wir kommen demnächst zu mehr Möglichkeiten, was aufzunehmen. Ich freue mich, wenn ihr demnächst wieder dabei seid und mit mir auf Streife fahrt. Bis dahin sage ich, haut rein, habt einen schönen Tag. Euer CrunchCow ist raus. Bye, bye.